recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg im Fokus. Am kommenden Sonntag wird in Österreich der neue Nationalrat gewählt. Und wir wollen ein bisschen einen historischen Blick auf die Nationalratswahlen werfen und Einordnungen vornehmen. Und ich freue mich sehr, dass ich den Historiker und Politikwissenschaftler Dr. Wolfgang Weber jetzt im Studio begrüßen darf. Vielen Dank, Herr Dr. Weber, für den Besuch. Schönen guten Tag und danke für die Einladung. Herr Dr. Weber, der geschätzte Kollege, der Georg Renner, der hat ja ein Buch geschrieben und das heißt Die letzten Jahre der Zweiten Republik, Migration, Pandemie, Inflation, der Vertrauensverlust in die Politik. Jetzt hat er in seinem Buch argumentiert, dass die Zweite Republik mit der kommenden Wahl endet. Teilen Sie diese Ansicht oder sehen Sie die politische Geschichte Österreichs etwas anders und differenzierter? Ich bin etwas gespalten. Also es ist ein sehr gutes Buch, ein sehr kluges Buch und man kann tatsächlich diese Analyse festhalten, dass die Zweite Republik möglicherweise am 29. September zu Ende geht. Das würde dann aber bedeuten, dass wir bis jetzt in der Zweiten Republik gelebt haben und tatsächlich ist es so, dass es manche Politikwissenschaftler etwa gibt, die sagen, nein, nein, die Zweite Republik ist schon sehr viel länger tot und man kann das auch begründen. Also die Begründung, der Erste, der da dagegen gehalten hat, war etwa eine sehr bekannte Persönlichkeit aus der Politikwissenschaft, der Anton Pelinka. Der hat 1984, ja, so lange ist es her, vor 40 Jahren schon festgehalten, die Zweite Republik ist tot. Und was hat er damit sagen wollen? Damit wollte er sagen, damals 1984 kam es zu dieser großen Besetzung der Hainburger Au, wo damals sowohl die Bauindustrie als auch die Baugewerkschaft diese Besetzer quasi wieder vertreiben wollte. Es ging darum, um einen Kraftwerksbau an der Donau. Und Pelinka sagt, damals ist die Zweite Republik gestorben und meint damit, es ist diese Zweite Republik gestorben, wie wir sie gekannt haben und angeblich 1945 gegründet haben. Ich gehe da noch einen Schritt weiter und sage, nein, nein, 1945 wurde keine Zweite Republik gegründet. Wenn wir uns die Fakten ansehen, es gibt ein sehr kluges Wort von einem österreichischen Diplomaten, der heißt Josef Schöder. Und der hat damals bei Kriegsende 1945 geschrieben, was hier in Österreich geschieht, ist ein Rückbruch. Ein Rückbruch, eine Rückkehr zur Ersten Republik. Warum hat er das so geschrieben? Er hat gemeint, und das ist tatsächlich auch Faktum, nach der Befreiung von der NS-Diktatur im Frühjahr 1945 haben sich drei Parteien zusammengefunden und unter dem Schutz der Alliierten, der Anti-Hitler-Koalition, die Republik Österreich wiedergegründet. So haben wir das auch in der Schule gelernt. Tatsächlich wurde damals auch die Erste Republik wiedergegründet. Und wenn 1945 die Erste Republik wiedergegründet wird, dann kann nicht die Zweite Republik irgendwann zu Ende gehen. Ja. Und das war dann auch so, diese Erste Republik ist auch faktisch, realiter, per Verfassung wieder gegründet worden, weil man hat diese Verfassung der Ersten Republik genommen, sie wieder in Kraft gesetzt, alle neuen Länder haben zugestimmt und dann haben wir im April oder beziehungsweise dann im September bei der Länderkonferenz 1945 die Gründung der Ersten Republik, die aber in den Schulbüchern tatsächlich als Gründung der Zweiten Republik steht. Diese Zweite Republik, von der wir sprechen und die Anton Pelinka 1984 sterben sah, diese Zweite Republik ist eine Republik, die erst in den 50er Jahren gegründet wird. Weil erst in den 50er Jahren haben wir das, was wir heute allgemein als Zweite Republik verstehen, das heißt Sozialpartnerschaft, Arbeitnehmer, Arbeitgeber sitzen an den sogenannten grünen Tisch und handeln dort ihre Konflikte aus und nicht in Form von Streiks. Diese Erste Republik, die 1945 wieder gegründet ist, und da würde ich eben Georg Renner widersprechen, die geht dann an dem zugrunde, was er auch im Untertitel seines Buches für die Zweite Republik sagt, die geht zugrunde an Wirtschaftskrisen, an Inflation, an Pandemien, auch an Krankheiten. Tatsächlich war es nämlich eben so, dass diese neu gegründete oder wiedergegründete Republik 1945 in den ersten Jahren eine ähnlich dramatische Inflation erlebt hat, wie wir sie jetzt in den vergangenen Jahren erlebt haben. Es gab eine unendliche Hungerkrise 1946, 1947. Die Wirtschaft war komplett am Boden und man hat die Grundnahrungsmittel oder auch die Mieten, was auch jetzt ja immer wieder gefordert wurde in den vergangenen Jahren seit dem Ukraine-Krieg, man hat alles bewirtschaftet. Das heißt, bis 1954, 1955 gab es in Österreich keine Wahlfreiheit im ökonomischen Tun. Und dann ist dieser Unterschied, ähnlich wie heute, von den Gehältern, die mit der Inflation nicht mithalten konnten, so groß geworden, dass sich ein Großteil der Arbeiterschaft
gesagt hat, es reicht. Wir können mit dem, was wir verdienen, nicht leben. Wir können keine Lebensmittel kaufen, keine Mieten zahlen. Und die haben einen Generalstreik ausgerufen. Das war im Oktober 50. Der steht dann in den Geschichtsbüchern auch als ein Putschversuch der Kommunistischen Partei, was er nie war. Es war tatsächlich von unten her eine Bewegung, die gesagt hat, wir können nicht mehr leben, wir brauchen mehr Geld. Und dann haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer an einen Tisch gesetzt und begonnen zu verhandeln und haben das dann 1957 in der sogenannten Paritätischen Kommission, das ist ein freiwilliger Zusammenschluss aus Arbeitgebern und aus Arbeitnehmern mit der Bundesregierung, hingesetzt und haben jährlich die Löhne und Preise verhandelt. Das ist der Beginn der Sozialpartnerschaft. Das ist 1957 in der Paritätischen Kommission festgelegt worden. Und das ist dann diese zweite Republik, von der wir allgemein sprechen. Das ist eine Republik, die etwa im Unterschied zu 1945 keine Konsensdemokratie ist, sondern eine Proporzdemokratie. Das heißt, die beiden großen Parteien damals, das waren die ÖVP und die SPÖ, haben untereinander ausgehandelt, wer was bekommt. Das war wirklich so, sprichwörtlich so zu verstehen. Wenn ich da kurz unterbrechen darf, bevor wir zu den Sozialpartnern noch kommen, wenn wir von einer dritten Republik ausgehen würden, die da kommen könnte, was würde diese dritte Republik kennzeichnen? Würde das auch heißen, dass wir in einer Situation wären, wie Sie es beschrieben haben, wie es in den Zwischenkriegsjahren zum Beispiel kurz nach dem Krieg? Genau. Also was so gemeint ist, und wenn ich Georg Renner richtig gelesen habe, aber eben auch andere, Anton Bellinger etwa, wenn die von der Dritten Republik sprechen, dann sagen sie, diese Sozialpartnerschaft, diese Proporzdemokratie, die endet und wir gehen in eine andere Form der Demokratie, die dann in der Politikwissenschaft als Konfliktdemokratie auch bezeichnet wird. Das heißt, nicht mehr wir als Arbeitgeber und Arbeitnehmer verhandeln am grünen Tisch hinter verschlossenen Türen, wie viel Lohn wir mehr bekommen, sondern es wird wieder tatsächlich im Parlament, was eigentlich die Idee einer Demokratie wäre, im Parlament darüber gestritten. Offen, transparent, für jeden nachvollziehbar. Das nennt man dann Konfliktdemokratie und das würde kommen in der Dritten Republik. Das meint, das ist so die Angst, wenn man von der Dritten Republik spricht, dass da die politischen Kanten wieder eckiger werden, wieder schärfer werden und man mehr in Anführungszeichen streitet. Aber Streit ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Würden Sie persönlich meinen, hat das System der Proporzdemokratie und auch der Sozialpartnerschaft, hat das ausgedient oder kann man das auch wieder revitalisieren? Ja, also wir waren schon einmal am Ende und da hatten wir in den 90er Jahren diese Debatte. Also nach Heimburger Rau 84 starb die Zweite Republik noch einmal 95 mit dem EU-Beitritt. Und da haben dann auch alle politischen Beobachter gesagt, jetzt ist die Sozialpartnerschaft am Ende, weil es gibt keinen Grund mehr, hinter verschlossenen Türen Löhne oder Preise zu verhandeln, wenn eh alles in Brüssel entschieden wird. Und das haben wir ja mit dem Beitritt zur EU auch delegiert. Viele Gesetze werden in Brüssel beschlossen und wir führen sie dann aus. Ja, wir haben diese nationale Souveränität aufgegeben. Und damals hat man auch schon gesagt, damit ist die Sozialpartnerschaft am Ende. Das braucht es nicht mehr. Wer verhandelt nur wir nicht mehr in Wien, sondern in Brüssel. Das ist nicht geschehen. Wir haben eine Wenderegierung schon, 99, 2000. Aber 2007 beginnt diese große Koalition, die wir von den 50er bis in die 80er Jahre hatten und die Österreich unter die 10 reichsten Staaten der Welt geführt hat. Das ist ein Verdienst der Sozialpartnerschaft, dass wir die Konflikte nicht auf der Straße oder im Parlament, sondern tatsächlich so in einer Schattenregierung gelöst haben. Und das war schon ein Verdienst der Sozialpartnerschaft. Und wenn wir in die Zukunft schauen, dann ist es vorstellbar, dass die Konflikte auch wieder derart scharf werden und die Polarisierung, die man auch jetzt immer öfters feststellt in unterschiedlichsten Untersuchungen, so hart sind, dass es möglicherweise auch wieder Sinn macht, wenn Sozialpartner sich an einen Tisch setzen und versuchen, im Interesse der eigenen Klientel einen Kompromiss zu finden und dann wäre die Sozialpartnerschaft wieder eingeführt. Aber das wird nicht in den nächsten 10 und auch nicht in den nächsten 15 Jahren geschehen. Jetzt geht der Zug offensichtlich und ganz klar, das kann man auch nachvollziehen, Richtung Konfliktdemokratie. Die Grenzen werden härter werden. Wenn die Prognosen stimmen, die wir für den 29. September haben, wird da wirklich auch Einmaliges geschehen. Und so betrachtet meine ich, dass die Sozialpartnerschaft und damit die Zweite Republik tatsächlich zu Ende geht. Wenn Sie vorhin gesprochen haben, dass wir die Souveränität eigentlich abgegeben haben durch den EU-Beitritt, ist es aber realpolitisch nicht so,
jeder Staat muss eine Gesetzesänderung, die auf EU-Ebene beschlossen wird, ratifizieren etc. Mhm. Also es liegt doch noch relativ viel Macht in den, bei den Staaten selbst. Und zudem wird ja oftmals propagiert, auch in Österreich, man spricht immer vom Europa der Nationalstaaten. Mhm. Also es würde ja eigentlich in eine andere Richtung gehen, so gesehen. Und das hat man auch, wenn wir ein paar Wochen zurücksehen, bei dieser Europawahl, die wir im Juni hatten, das war dort tatsächlich auch wieder Thema. Und es ist nicht so, wie es dann oft kolportiert wird, dass 4/5 der Gesetze in Brüssel entschieden werden und wir gar nichts mehr zu sagen hätten. Tatsächlich ist es sektorenweise sehr unterschiedlich. In der Landwirtschaft etwa sind es gut ein Drittel der Gesetze, die tatsächlich in Brüssel gemacht werden und die Österreich oder die Nationalstaaten dann vollziehen müssen. Aber es gibt Bereiche, etwa in der Industrie, wo noch sehr viel hohe nationale Souveränität da ist. Und deswegen meine ich auch, wie Sie sagen, es ist mehr, wenn wir von Europa sprechen, es ist immer noch ein Europa der Nationalstaaten. Das sieht man ja an Beispielen, wie das jüngste Beispiel war das Renaturierungsgesetz, wie man sich da auch wieder in die Haare bekommt. Also noch ist die Europäische Union kein Staat und kein Staatenbund, noch ist die Europäische Union ein freiwilliger Zusammenstoß von Nationalstaaten. Mhm. Renner schreibt ja auch in seinem Buch vom Vertrauensverlust, das ist ein Riesenthema, in die Politik. Wo sehen Sie die Hauptursachen für diesen vermeintlichen Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Politik? Und gibt es da auch historische Parallelen dazu? Ja. Also das ist auch ein Thema, das immer wieder kommt. Wir hatten es tatsächlich erstmals auch bei der angeblich zu Ende gehenden Zweiten Republik schon in den 50er Jahren gab es Untersuchungen der US-Alliierten, die damals ja auch noch Besatzungsmacht in Deutschland und Österreich waren, dass ein großer Verdruss über das politische System in Form dieser parlamentarischen Demokratie herrscht, die wir erst wenige Jahre zuvor eingeführt haben. Und die Daten haben dann auch wirklich die politisch Zuständigen, in unserem Fall in Wien, aber auch in Berlin, dazu veranlasst, dass sie hier gegensteuern. Und sie haben geglaubt, ganz in diesem US-amerikanischen humanistischen Bildungsideal, wenn wir die Menschen aufklären, wenn wir den Menschen mehr Informationen über Demokratie geben, dann werden sie diese Verdrossenheit über die Politik verlieren. Und dann hat man begonnen, etwa in Schulen das, was heute politische Bildung ist, einzuführen. Das hat damals geheißen Staatsbürgerkunde. Man hat neue Studienfächer an den Universitäten errichtet. Politikwissenschaft ist so ein Ergebnis, ansonsten gäbe es dieses Fach nicht. Das war dann in den 70ern. Und tatsächlich ist die Verdrossenheit etwas zurückgegangen und die Zustimmung zur Demokratie ist erhöht. Jetzt leben wir auch in so einer Phase. Es gibt ein Wiener Institut, Spektra heißt das, das jedes Jahr so einen Barometer veröffentlicht, erstmals 2018. Und da waren 64% der Menschen in Österreich, die man befragt hat, der Meinung, Demokratie ist eine gute Staatsform. Wir haben Vertrauen in die Demokratie, aber auch die Politiker, die sie gestalten. 6 Jahre später, also im November 23, ist die jüngste Umfrage, sind es nur noch 39%. Und weil sie nach den Ursachen gefragt haben, das hat sicher damit zu tun, dass wer diese Demokratie repräsentiert. Es sind tatsächlich die Politikerinnen und die Politiker, die hier ein Bild geben von Demokratie, das offensichtlich bei den Menschen zu Unmut führt. Während den Corona-Jahren war es offensichtlich, da hat man dagegen sein können. Da war dann auch eine Partei, eine Oppositionspartei, die das aufgegriffen hat und sich zum Sprachrohr gemacht hat. Und es ging aber weniger um Inhalte in der Debatte, sondern es wurden wirklich Personen angegriffen, an den Pranger gestellt, verglichen mit, also dieser leidige Vergleich der deutschen Bundeskanzlerin mit nationalsozialistischen Politikern etc. Und das hat sich geändert und das führt dann auch zu dieser Unzufriedenheit, weil die Menschen sich nicht mehr im Politiker, in der Politikerin wiederfinden. Wenn Sie von politischer Bildung und, gesprochen haben, was Demokratie ist und bedeutet und das in die Schulen bringen, machen wir zu wenig in den Schulen, auch angesichts dessen, es gibt Social Media und es gibt viele alternative Fakten und Fake News, die vor allem Jugendlichen in ihren Bubbles erreichen. Muss man dann noch mehr machen aus Ihrer Sicht? Sie haben ja auch eine Gastprofessur an der Fachhochschule Vorarlberg zum Beispiel. Also es ist nie ein Fehler, wenn wir mehr Bildung zur Verfügung stellen. Die Frage ist aber immer, wird diese Bildung dann angenommen? Und da haben wir wirklich hohen Nachjustierungsbedarf, weil es dort auch ähnlich wie bei der Politik respektive den Politikerinnen und Politikern darauf ankommt, wie diese Glaubwürdigkeit der Menschen ist,
die etwa diese Aufklärung über politische Bildung oder heute sagen wir nur noch Demokratieerziehung dazu, die diese Demokratieerziehung betreiben. Und da ist es tatsächlich so, dass wir auch dort so in der Auswahl der Menschen, die diese Demokratie- oder Menschenrechtserziehung machen, nicht immer eine glückliche Hand haben. Also es macht wenig Sinn, wenn ein Parteifunktionär, der sehr exaltiert seine politische Meinung vertritt, über Demokratie aufklärt, weil er dann einfach nur so eindimensional unterrichtet. Das ist in den vergangenen Jahren auch mehr geworden. In Österreich war es sogar so, dass wir uns deswegen nie darauf einigen konnten, ein Schulfach oder etwa ein Lehramtsstudium politische Bildung zu schaffen, weil da die beiden großen politischen Blöcke, die Rechten und die Linken, die Bürgerlichen und die Arbeiter, wie immer man sie benennen will, aber hier nicht einig werden konnten, weil der eine dem anderen vorgehalten hat, dass er im Unterricht dann Zwölfjährige politisch verführt. Und deswegen haben wir nur ein Unterricht... Das ist ja auch ein Vorwurf, der zum Teil von den Freiheitlichen immer wieder kommt, dass Schüler... indoktriniert werden. Genau. Genau. Und deswegen haben wir diesen leidigen Kompromiss, dass es nur ein Prinzip ist. Das heißt, in jedem Fach kann ich politische Bildung machen. Das hängt vom Lehrer, von der Lehrerin ab, ja, ob er es machen will oder nicht, auch im Sportunterricht, indem er etwa Mannschaften wählen lässt und sie nicht bestimmt. Und damit sind wir aber nicht glücklich geworden, weil wenn Sie Inhalte vermitteln wollen, dann brauchen Sie es im Fächerkanon einer Schule, eines Studiums, eines Betriebes auch. Ja. Es gibt kaum politische Bildung etwa für Menschen, die ihre Schulbildung abgeschlossen haben und im Beruf stehen. Da können Sie freiwillig, wenn Sie interessiert sind, in die Volkshochschule gehen, aber es gibt kaum Unternehmen, die etwa hier Demokratiebildung betreiben würden. Und da kommt dann auch dieser Vorwurf, etwa auch von der Freiheitlichen Partei her, dass die Schulen grundsätzlich indoktrinieren würden, weil die Lehrerinnen und Lehrer tendenziell mehr Grün wählen etwa als andere Parteien, was auch Fake News sind, weil es, wenn Sie es überprüfen, nicht so ist. Also der Lehrkörper an österreichischen Schulen ist ähnlich divers wie die Bevölkerung als solche. Was man aber machen kann, haben wir auch gemacht, einen Unterrichtsprinzip Medienbildung gemacht, das auch sehr gut vermittelt wird, wird auch in jedem Fach gemacht. Okay. Aber es hängt so an den Menschen, die die Nachricht überbringen. Und da scheinen wir in den letzten Jahren zusehends ein Problem entwickelt zu haben, weil die Glaubwürdigkeit dieser Menschen nicht mehr so ist, wie sie früher waren. Was aber dann auch wieder mit den Entwicklungen in der Gesellschaft zu tun hat, dass wir grundsätzlich Autoritäten hinterfragen. Das ist eine alte Entwicklung. Sie haben es gesagt, bei diesen Wahlen könnte Historisches geschehen. Und mit diesem Historischen, ich interpretiere es mal so, da ist auch die FPÖ angesprochen, weil die sich seit Monaten im Umfragehoch befindet. Jetzt die politischen Gegner warnen ja vor dem Freiheitlichen und dass Österreich urbanisiert wird, wie es oft in Schlagzeilen auch heißt und in Slogans. Ist das realpolitisch aus Ihrer Sicht auch wirklich vorstellbar und auch möglich, dass man Österreich urbanisieren könnte und die Demokratie in Gefahr wäre? Also das Schöne an der Regierungsform der Demokratie ist das, dass wir, um regieren zu können, Mehrheiten brauchen. Und Mehrheiten heißt 50 plus 1. Wenn eine Partei wie die FPÖ nicht das 50 plus 1 hat, sehe ich die Gefahr als relativ gering, dass wir organisiert werden. Es wird aber sehr stark darauf ankommen, wie denn die anderen Parteien auf die FPÖ reagierten, wenn die Umfragen stimmen, und die sind jetzt relativ stabil über viele Wochen, und die FPÖ wird Nummer eins, wird sie trotzdem einen Koalitionspartner, möglicherweise zwei, brauchen. Und da ist es dann etwa Auftrag der anderen vier oder fünf Parteien, die auch gewählt haben, hier eine klare Linie zu ziehen. Und deswegen ist es die Gefahr nicht, denn in der Demokratie gilt eine Mehrheitsentscheidung. Und auch wenn die FPÖ, den Volkskanzler, wie sie sich selber das auf die Fahnen schreiben, stellen würde, braucht er immer noch die Zustimmung von den, zumindest wie viel Prozent immer dann der Koalitionspartner hat, und der kann dann auch Nein sagen. Also so betrachtet, wenn der Damm der anderen demokratischen Parteien hält, werden wir nicht organisiert. Das historische Gegenbeispiel dafür, dass es aber passieren kann, ist 1999, ist noch nicht so lange her, vor 25 Jahren ist genau das geschehen, dass jene Parteien, die zweit und dritt wurden, eine Koalition gegen jene Partei geschlossen haben, die erst war, und dann eine Bundesregierung stellten. Die SPÖ hat 1999 33% der Stimmen erhalten, die ÖVP und die FPÖ gemeinsam 26,9%. Und die zweite und die dritte Partei haben eine Koalition gegen die stimmenstärkste Partei geschlossen. Mhm. So gesehen kann eigentlich im
am 29. September, respektive im Herbst, wenn die Verhandlungen beginnen, keine Organisierung geschehen, wenn denn die anderen 4, 5 Parteien, wie viel immer da denn sind, klar die Angebote der FPÖ ablehnen. Dann sind die FPÖ die erste Partei, aber sie können keine Regierung stellen. Obwohl Wolfgang Schüssel damals noch angekündigt hat, dass er die ÖVP in die Opposition führen wird, wenn sie nicht auf Platz 2 mindestens landet. Und tatsächlich war er dann Dritter und hat als Dritter nicht nur die ÖVP in die Regierung geführt, sondern hat es auch noch geschafft, den Kanzler zu stellen. Das ist ja das Legendäre an dieser sogenannten Wenderegierung, an der Jahrtausendwende, dass hier wirklich jemand aus der dritten Position heraus den Kanzler stellt. Und das wäre dann auch so ein Argument, weil das jetzt auch im Wahlkampf oder im Vorwahlkampf auch schon immer wieder kam und die FPÖ etwa darüber Klage führt, wenn wir als Erste keinen Regierungsbildungsauftrag bekommen, dann ist das undemokratisch. Nein, das ist 25 Jahre her, dass eine Partei, die Dritte geworden ist, den Bundeskanzler stellte. Das ist der Kern von Demokratie, dass wir hier unterschiedliche Mehrheiten suchen und dann auch finden. Und es steht nirgends geschrieben, dass der Erstgereihte den Bundeskanzler in diesem konkreten Fall stellt. Der muss auch, die erstgereihte Partei muss auch nicht in der Bundesregierung sein. Dieser Fehler wird der Jörg Haider vorgehalten, dass er damals den Dritten zum Ersten machte, also zum Bundeskanzler. Wie bewerten Sie eigentlich die Rolle von Jörg Haider auch, was die FPÖ betrifft? Er hat ja sozusagen den Rechtspopulismus in Europa wieder salonfähig gemacht und gilt ja auch als Wegbereiter für Le Pen und die AfD und Co. Und hat auch den jetzigen Spitzenkandidaten der FPÖ in die Partei geholt und mit ersten Aufträgen versehen. Und das war sicherlich, also wenn Jörg Haider hat vieles gemacht, eines, das man ihm auch zuschreiben muss, ist die, wie Sie es jetzt auch gesagt haben, diese Öffnung des äußeren rechten Randes der Gesellschaft für die Mitte. Und damit war sie auch wieder salonfähig. Umgekehrt ist es aber auch so, ja, ich kann Türen und Fenster in meinem Haus öffnen, so viel ich will. Wenn niemand durchgeht oder wenn niemand hinter dem Fenster steht oder hinter der Tür und sagt, komm herein, nützt mich das nichts. Und da war es ja auch so, dass der Wolfgang Schüssel gesagt hat, danke, dass ich eintreten darf und gerne eingetreten ist. Und Ähnliches ist dann ja auch in Polen geschehen, etwa auch, ja, wo diese PiS, diese rechte Partei, auch nur mit Hilfe von Unterstützern an die Regierung kam. Wenn wir noch weiter zurückgehen, 1933, was wir auch immer gerne vergessen, aber Hitler ist nicht mit einer absoluten Mehrheit in die Macht gewählt worden, sondern Hitler hatte beim besten Wahlergebnis, und das war schon unter diktatorischem, unter seinem Regime, 42% bekommen. Auch der hat die damals bürgerliche Partei, die Konservativen, gebraucht, damit er auf diese 50+1 kommt. Und dann erst hat er das Ermächtigungsgesetz beschließen können. Das heißt, die Dämme, die wir als Demokratie gebaut haben gegen solche radikalen Tendenzen, sind sehr gut, wenn sich denn alle daran halten. Und da ist wahrscheinlich auch am 29. September und in den Folgewochen dann wirklich die Frage, wie sich die einzelnen Parteien verhalten. Angekündigt haben sie alle, dass sie nicht mit Herbert Kickl koalieren werden. Aber Einzelne haben etwa gesagt, wenn der Herbert Kickl es nicht ist, dann können wir darüber nachdenken. Und das ist so eine Entscheidung, die sich die restlichen 4/5 der Parteien jetzt überlegen müssen, ja, in welche Richtung sie gehen wollen. Orban, weil das Beispiel, über das wir auch schon gesprochen haben, Orban ist auch nicht mit einer absoluten Mehrheit an die Regierung gekommen. Orbans liberale Partei hat in ihren besten Tagen so zwischen einem Viertel und einem Drittel der Stimmen gehabt und hat die Koalitionspartner etwa auf der bürgerlichen Seite, und die haben ihm dann die Mehrheiten verschafft, mit denen er dann Ungarn umgebaut hat zu dieser sogenannten illiberalen Demokratie, dass ja ein Widerspruch in sich ist, weil eine Demokratie kann nicht illiberal sein. Und so, aus dieser Perspektive betrachtet, meine ich nicht, dass wir am 29. September großartige historische Entscheidungen erleben werden. Was historisch sein wird, ist, dass tatsächlich eine Partei des rechten Randes stimmenstärkste Partei werden kann. Das gab es in der 100-jährigen, 105-jährigen österreichischen Demokratiegeschichte noch nie, dass Nationale die stärkste Partei stellten. Sie waren immer stark. Gab es schon mal den Fall, dass der Bundespräsident nicht den Parteichef, Chefin der stimmenstärksten Partei für den Regierungsauftrag beauftragt hat, eine Regierung zu bilden oder eine Koalition zu suchen?
Thomas Klestil wäre das jüngste Beispiel. Wir können uns noch daran erinnern, unsere Jahrgänge. Der hat sich furchtbar gewunden, Anno 99 damals, und hat auch den stimmenstärksten, damals die SPÖ, mit der Regierungsbildung beauftragt. Das ist gescheitert. Die konnten keine Regierung bilden, weil eben die ÖVP sich geziert hat und nicht wollte. Dann hat er zuerst den Wolfgang Schüssel, der eigentlich Dritter war, beauftragt, und der hat es dann auch geschafft. Wäre auch das nicht geschehen, hätte er die dritte Partei beauftragen müssen. Ja. Also so gesehen hatten wir das schon einmal, dass nicht die stimmenstärkste Partei mit der Regierungsbildung beauftragt wurde. Mhm. Parteien setzen ja zunehmend auf sehr polarisierende und plakative Wahlkampagnen. Und wenn ich plakativ, dann meine ich die Tafel, die es immer gibt, aber wenn man sich die Slogans etc. ansieht, ist das auch etwas, was man im historischen Kontext, was es schon gegeben hat? Also die Partei, die im jetzigen Wahlkampf eine mich persönlich absolut überraschende Retropolitik macht, ist tatsächlich auch die SPÖ. Und das beginnt nicht nur bei der grafischen Gestaltung etc., das sind tatsächlich auch die Aussagen, die sie treffen. Ja. Die SPÖ plakatiert... Also es heißt auch ihr Wahlprogramm für ein besseres Österreich, unser Programm für ein besseres Österreich. Und da kommen so die alten Hüte wie faire Arbeit, faire Löhne, Sicherheit der Pensionen, Bildung. Da ist auch vom Gestalterischen, aber auch vom Inhaltlichen ist bei der SPÖ selbst dieser Slogan, den sie überall auf dem Plakat, aber auch im Programm haben mit Herz und Hirn, war schon mal da vor einigen Jahrzehnten. Und dieser Plan für ein besseres Österreich, das ist wirklich sehr stark retro. Also da ist es sehr offensichtlich. Auch die Inszenierung, im Wesentlichen wird ohnehin nur der Spitzenkandidat der Regionale oder eben auch der Bundesspitzenkandidat, der Parteivorsitzende dargestellt, der Habitus und so, das ist tatsächlich retro. Ähnlich ist es auch bei der ÖVP, auch dort heißt das Wahlprogramm der Österreich-Plan. Also manche werden jetzt wahrscheinlich sagen, das ist die Ankündigung einer großen Koalition, weil beide einen Plan haben als Regierung, als Wahlprogramm. Aber das ist nicht so, und dort wird auch geworben damit mit Stabilität, mit Leistung, mit Familie und mit Sicherheit. Das sind alles Themen, für die ÖVP sinnigerweise auch 80 Jahre steht, aber die wärmt sie jetzt wieder auf. Ja. Also da ist ziemlich viel Retro drin. Wer inhaltlich einerseits was Neues bietet, aber tatsächlich auch, also das hat mich sehr überrascht, Retropolitik reinsten Wassers macht, ist die FPÖ. Die FPÖ hat in der ersten Kampagne, also nicht die zweite, die jetzt ist, schon in der ersten Kampagne, wie hat der Satz geheißen, 5 gute Jahre gibt es ein Plakat, sonst nichts, 5 gute Jahre. Ja, was sind 5 gute Jahre? Das politische System, das 5-Jahrespläne verabschiedet hat, war der real existierende Sozialismus, und vor ihm war es das Dritte Reich. Ich nehme jetzt nicht an, dass Sie das vorhaben. Aber allein diese Aussage, 5 gute Jahre, weist nicht in die Zukunft, die weist zurück, inhaltlich. Oder? Dasselbe ist auch... Also da hat aber, glaube ich, die katholische Kirche ja ohnehin schon eine Stellungnahme abgegeben, wenn auch eine sehr bescheidene. Aber mit Religion Politik zu machen, wie dieses eine Sujet, in dem heißt, euer Wille geschehe, also eine Anlehnung an dieses christliche, also dass sowohl die evangelischen wie auch die katholischen Christen beten, Vater unser ist. Das ist Geschmackssache, das andere ist, dass wir in der Zwischenkriegszeit, in den 20er Jahren, tatsächlich schon mal eine Kirche hatten, die sehr politisch war und wo man mit religiösen Aussagen Politik gemacht hat. Deswegen hat zum Beispiel auch sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche Österreich 1945 einen klaren Trennstrich gezogen, hat gesagt, nie mehr wieder in unserer Geschichte werden Priester politische Funktionen wahrnehmen. Das tun sie auch. Ja. Also auch so betrachtet ist auch diese Aussage, euer Wille geschehe, der FPÖ keine neue Aussage, weist auch nicht in die Zukunft, aber auch die greift zurück, ist etwas retro. Ja. Was haben wir noch? Bei den Grünen hätten wir gedacht, dass es möglicherweise in die Zukunft weist, weil das Wahlprogramm heißt für ein gutes Morgen. Und dann kommen auch die Einzelnen ich habe es mir hier aufgeschrieben, weil Klimaschutz, weil Natur, weil Mobilität. Ja, Klimaschutz kann ich nicht wählen. Ich wähle eine Partei. Ja. Und auch das sind aber inhaltlich, wenn wir es im Longue Durée betrachten, auch alte Themen.
Die Grünen sind mit Natur- und Umweltschutz groß geworden. Also auch hier irgendwie keine in die Zukunft weisende Dinge. Und tatsächlich hätten wir ausreichend Dinge. Eine Sache, die etwa in diesem Wahlkampf jetzt nicht vorgekommen ist, wo viele Beobachter auch überrascht sind, ist, die Wirtschaft existiert nicht. Ja? Es gibt schon in den Programmen, haben sie natürlich Stellungnahmen zur Wirtschaft, aber sie wird etwa auch nicht plakatiert in diesem Wahlplakat. Und das ist sehr überraschend und eigentlich auch frappierend, mich persönlich schockiert es, weil wir leben in einer Phase, in einer Rezession, die 2 Jahre jetzt andauert. Es gab in der österreichischen Geschichte seit 1945 keine längere Rezessionsphase, als in der wir stehen. Und die österreichische Nationalbank hat Mitte September, bezeichnenderweise am Freitag, den 13., tatsächlich auch eine Aussendung gemacht. Die rechnen damit, dass es auch nächstes Jahr so weitergeht. Das heißt, die Wirtschaft kommt nicht vom Fleck und wir sind nicht mehr mit kleinem Wachstum, wir sind im Minus. Die junge Wirtschaft Vorarlberg hat auch Mitte September eine Umfrage unter diesen 600 Mitgliedern gemacht. Und auch dort kommt als erstes bewegendes Thema das, dass die Wirtschaft nicht in Gang kommt, dass kein Wachstum mehr da ist, dass die Stimmung unter den Unternehmern miserabel ist. Und da braucht es dringend Lösungskonzepte, die aber nicht da sind. Außer denen, dass wir weiterhin Geld drucken, was wir jetzt 3 Jahre gemacht haben, das wird nicht funktionieren. Also dieses Thema Wirtschaft, das in die Zukunft weisen würde, das fällt komplett. Selbe ist Jugendarbeitslosigkeit, Arbeitslosigkeit generell, aber Vorarlberg ist eines der Länder mit der höchsten Jugendarbeitslosigkeit. Obwohl wir immens viel Geld in diese Projekte stecken. Aber es gibt 1300 Jugendliche aktuell. Also Stand war 6.9., 6. September, 1300 Jugendliche in Vorarlberg ohne Job. Wenn Sie die nicht schnellstens integrieren in den Arbeitsmarkt, sind die einfach alle mal weg, weil die Tagesstruktur fällt. Das sind also Themen, die in diesem Wahlkampf nicht vorkommen. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit, aber wir... am besten für seine Themen geworben hat. Das werden wir wohl am Sonntag sehen und wir sehen uns auch am Sonntag wieder. Wir werden ja umfassend berichten von den Nationalratswahlen hier in Österreich und auch auf die Vorarlberg-Ergebnisse blicken. Ich sage recht herzlichen Dank, Dr. Wolfgang Weber, für Ihre Einordnungen und Rückblicke und vielleicht können wir den einen oder anderen am Sonntag noch vertiefen. Vielen Dank. Ich sage vielen Dank, Herr Springer, es hat mich sehr gefreut. Danke. Und das war es auch schon wieder mit Vorarlberg im Fokus. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch am Sonntag einschalten. Wir sind live ab 16 Uhr für Sie da mit allen Ergebnissen, Analysen und auch Elefantenrunden. Das war es auch schon wieder mit Vorarlberg im Fokus und bis am Sonntag. Ja.